Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bausimulator 22, die 2 vom Bau zusammen mit Intoxic Zock, der hier anscheinend schon wieder Geld ausgibt oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Der Geld kassiert, nicht ausgeben. Kassiert. Ja, egal. So. Eigentlich dachte ich ja, ich baue ein Silo, ne? Aber irgendwie schaut es mit einer Lagerhalle statt ein Silo aus. Aber naja, schauen wir mal, was wird. Energiemäßig zählt halt alles völlig banal. Ja, es ist mit 2 Aufträgen ist furchtbar. Die bringen immer die ganzen Einkaufslisten durcheinander. Ja, du vielleicht, weil du alt und gebrechlich und sicher. Ja, ich bist. Nicht, dieser Scheiß. Du bist einfach nur verwöhnt. Dieser Scheiß Bomb. Ach, du hast überhaupt keine Ahnung, du Labertüte. Ja, genau. Du bist gerade aus wie 16-jährige verwöhnte Göre. Dumm wie ein Eimer Sand, aber einen Lauten machen. Die Mami hat mein Bett heute nicht gemacht. Wobei, Eimer Sand hat mehr Intelligenz, da sind Mikroorganismen drin. Haben wir ja kein Zeug im Weg. Okay. So, bam, 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 bam. So. Sagst du eigentlich wieder so spitzbüberisch? Was? Wenn ich weiß. Bist du verstanden? Jetzt kannst du nicht mal mehr Navi einstellen. Sag mal, was ist das hier alles für ein Scheiß? Ich weiß ja nicht, aber ich glaube, mit dem letzten Update ist hier eine Menge zerstört worden. Funktioniert ja gar nichts mehr. Was denn? Also. Hä? Fühle ich jetzt so gar nicht. Ja, doch. Navigationsmenüpunkt setzen geht nicht. Da geht es. Nö, ich konnte ihn nicht setzen. Ach. Bennett, bin ich ja schon gut bei dir. Schmeiß diesen Bausimulator bald in die Ecke, wenn die so weitermachen, ey. Ganz ehrlich, die sollen diese scheiß Konsolen da rauslassen. Überleg dir mal, der Multiplayer geht so oder so schon nicht, ja? Und dann noch mit Konsolen zusammen, na besten Dank.
ist halt so. Muss ich mit allem irgendwo zurechtfinden. Soll man für die Konsolen eine eigene Version machen? Zwar in musst du wieder ein separates Entwicklerteam einstellen und hast du nicht gesehen und da und machen andere doch auch. Wo ist das Problem? Aber du merkst auch schon im Landwirtschaftssimulator, was das für ein Mist ist, wenn du Konsolen und PC zusammenbringst. Boah, der letzte Patch vom Alice, der hat ja auch böse kassiert, ne? Der hat was? Der hat richtig böse kassiert. Inwiefern? Schlecht bewertet, aber richtig schlecht. Habe ich noch nicht gelesen, erzähl mal. Ja, doch. Ja, auf Steam hatte großteils negative Bewertungen. Jetzt das DLC oder was? Ja, genau. Da haben sie die Arbeit von Modern billig kopiert, was Modern vorher schon wesentlich besser rausgebracht haben. Totaler unnötiger Rotz. Das können andere besser als der. Naja, ich sag mal, was mir auf jeden Fall negativ aufgefallen ist dabei, ist, du hast dort. Wie soll ich sagen? Du hast ja dort zum Beispiel eine große Halle für Fahrzeuge. So. Eine Logistikhalle, wow. Ja, ich meine jetzt nicht die Logistikhalle, eine andere. Also. Du hast eine Halle für Fahrzeuge. So. Das Problem ist aber, wenn ich. Mit welchem wollte ich denn da rein? Das hat nicht funktioniert, weil das Fahrzeug zu hoch ist. Ja, merkst du was? Gegen andere besser hin. Ja, also ich meine, von der Fläche her, von der Größe her, top. Nicht zu meckern. Ja, aber die aber Tore. Einfach von der Höhe her. Fehlt's halt komplett. Ja. Ja, und ich meine, die haben halt die Ideen von der Community, also gerade die beliebtesten Mods, haben sie einfach billig kopiert und dann auch noch schlecht umgesetzt. Also, was nicht. Hätte es jetzt echt nicht gebraucht. Ja. Aber es ist ja so, ich meine, gut, wir sind jetzt hier zwar im anderen Spiel, aber ist ja egal. Es wurde ja auch damals gesagt, oh, die Gebäude sind alle begehbar und so weiter. Ein Scheiß sind sie. Ja, Boosteku. Die Helfer sind intelligenter. Ja. Habe ich noch nicht gemerkt. Auf einem geraden Feld vielleicht, aber nicht einmal dann. Oh, jetzt geht's Gießen los. Also, wie gesagt, ich finde es schade, die Arbeit von wirklich Leuten, die sich da Gedanken drüber gemacht haben, einfach stumpf zu kopieren, ja, bloß weil man der Spieleentwickler ist. Boah, ja, weiß nicht, ob man sich das heutzutage einfach so erlauben kann. Ja, dadurch verlieren sie Modder, ne? Ja, und dann von allem noch schlecht umgesetzt. Naja, also man muss ja, und vor allen Dingen ständig einen neuen LS, ne? Ja. Ich habe übrigens letztens in einem Forum gelesen, nachdem das ja auch jahrelang schon Sache war, da fragte dann einer, wann gibt es einen ETS 3? Ja, und als Antwort kam dann eben, es wird keinen ETS 3 geben, weil der Zweier immer weiter entwickelt wird. Es kommen immer neue Sachen dazu, mit jeder Version. Doch, richtig. Na, und die machen es richtig. Manche haben ja auch gesagt, oh, man müsste mal eine neue Engine nehmen oder so. Aber warum denn, wenn es funktioniert? Und wenn es grafisch gut aussieht? Warum muss ich dann auf eine andere Engine umsteigen? Was soll das? Müssen schon mal gar nicht. Ja, das kann man machen, wenn die unter dem von dem System, das man hat, nicht mehr irgendwann mal nicht mehr unterstützt wird. Dann wird man die Engine wechseln müssen, aber ansonsten. Ja, das kann bloß von so einer Grafikhure kommen. Also ich finde den ETS absolut in Ordnung, was Grafik angeht.
Finde ich auch. Es ist immer noch ein Computerspiel, es muss nicht fotorealistisch sein, braucht's gar nicht. Nee, weil wenn ich es fotorealistisch haben will, dann fahre ich einfach in Real Life einen LKW, da brauche ich kein Spiel dafür. Aber wobei man sagen muss, der ETS ist, was einige Gegenden angeht, verdammt nah an der Realität dran. Ja, aber wie gesagt, ich brauche von der Grafikqualität her, brauche ich kein fotorealistisches Spiel. Nö, mir reicht das. Man kann schöne Sachen sehen und... So wie es ist, so ist es gut und damit passt's. Täten sie beim LS auch gut. Eine Basisversion rausbringen. Regelmäßig Updates. Und ja, sinnvolle Updates, bitte. Ja, und also Regel. Nicht einfach bloß ein Update wegen einem Update, sondern sinnvolle Updates. Und regelmäßig DLCs. Und dann wird das was. Und von allem, wenn die Community schon sagt, das und das ist nicht gerade sehr gut umgesetzt, dann sollte man das nach Möglichkeit auch annehmen und nicht einfach ignorieren. Ne, weil ja, das können sie. Die Leute, die das Spiel ja kaufen, bezahlen und quasi ihre Arbeitsplätze sichern. Und dann sollte man sich der Kritik zumindest stellen und schauen, ist sie berechtigt, ist sie nicht berechtigt. Nee, bei Giants kriegt man immer mehr das Gefühl, die sind nur noch am Geld zählen, mehr machen die nicht. Nur noch kassieren. Ja. Ja. Exakt so ist es. Wenn es den 25er geben sollte, kannst du drauf an. Da wird wieder alles Mögliche versprochen. Ja, alleine die Logik, wie bei denen Seasons funktioniert, das sagt schon alles. Ja, die Season. Du musst. Geil. Du musst irgendwie, keine Ahnung, wie viele Tage aktiv haben, damit der Schnee auch über Mittag liegen bleibt. Was soll der Schwachsinn? 26 Tage. Ja, was willst damit du damit? Wenn Seasons richtig funktioniert, solltest du 26 Tage einstellen. So, wer spielt bitte 26 Tage? Wir haben 6 und das ist schon... Ja, wir haben 6 und überspringen davon 5. Teilweise. Ja. Macht keinen Sinn. Oh, was ist denn das hier? Warum ist der Trigger 10 Meter neben dem Rohr? Heute bist du aber sehr empfindlich. Also hier funktioniert heute gar nichts, ey. Ganz ehrlich, es ist heute zum Kotzen. Du kannst keine Waren einkaufen, weil du sie nicht angezeigt bekommst, was du brauchst. Das kannst du dir dann schön wie früher auf dem Einkaufszettel schreiben. Also ich sag mal, wie du verwöhnt wurdest von mir. Das hat mit Verwöhnen nichts zu tun. Auch mit den... Also hier gibt's noch so viele Mängel, da müssen die unbedingt dran, ey, ganz ehrlich. Und vor allen Dingen, wenn ich einen Auftrag annehme, dann möchte ich den Auftrag sehen und nicht irgendeinen anderen. Ja, ich möchte ja jetzt hier zum Beispiel nicht sehen, Plattenfundament gießen. Ich möchte sehen, was ich als nächstes machen muss. Ja, macht Sinn, ne? Weil es ist ja, Plattengießen ist ja quasi mein Auftrag und nicht deiner. Richtig, und da muss ich jedes Mal extra reintappen. Hast du wieder was ganz Besonderes zu tun? Nicht, wo ich mir dann noch sage, warum soll ich Plattenfundament gießen? Ich habe ja nicht mal eins. Ich könnte jetzt sagen, rotzfrech, weil ich es kann, aber. Du.
So, jetzt habe ich dem Bagger seinen Kies geklaut. Und ich brauche noch hin, also ich habe das nicht mitgekriegt, dass du dir den Kieslaster geschnappt hast. Nee. Ah, träum mal weiter. Was? Nicht. Das taucht mir gar nicht, ey. Oh, Mensch, jetzt habe ich meine neuen PVC-Rohre kaputt gefahren. Das ist ja unglaublich. Du hast jetzt schon PVC-Rohre verlegt. Ja, ja. Wow. Das ist ja eine Dramatik. Egal. Ach ja. Du quasi Modo, wie weit bist du mit deinem Auftrag? Was? Das dauert noch. Das dauert noch eine Weile. Ja, bei mir hoch. Bin gerade beim Boden. Hier ist wieder so ein Korinthenkacker am Werk. Der möchte wieder Kies bis in den letzten Winkel geliefert haben. Der Bauer wieder ganz genau, ja? Ja, 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 ja. Ganz schlimm. Das kenne ich doch irgendwo.
Ach, unglaublich. Ich bin ja immer noch von diesem Bassantrieb fasziniert. Ja, ja. Das hat nicht jedes Auto. Na, absolut. Das können sich halt nur die Superreichen leisten, weißt du? Bassantrieb. Ja, ja. So sieht das aus. Wieder Geld reinkommen. Ah, dann wird ja was fertiggestellt. Ich habe einen Abschnitt beendet. Genau. So, da ja. Kommen jetzt Bewährungsgitter rein. Komm da. Krieg ich noch hin heute, oder? Dann mache ich Feierabend, glaube ich. So, was will er hin? Irgendwie mache ich hier so eine Kombination aus Silo gießen und Halle bauen. Hab ich so das Gefühl. Das wird interessant. Ich glaube auch. So. Was will er denn da jetzt hinhaben? Palette Holz und die beiden Betonschalungen. Okay. Quälst du schon wieder irgendwelche Miezekatzen, ja? Was? Du quälst doch schon wieder irgendwelche Miezis. Welche Miezis? Ehr das doch. Hä, was willst du? Quälst irgendwelche Katzen. Wieso das denn? Ja, hier bloß miau, miau von deiner Baustelle rüber. Miau, von, miau, hast du Katzen einbetoniert. Hier von meiner Baustelle, ich weiß ja nicht, was du hörst, aber von meiner Baustelle kommt kein Miau. Ja, freilich. Und meine Real-Life-Katze pennt, die sagt auch kein Miau. Nee, meine die Real-Life-Katze. Eine In-Game-Miau-Miau. Gibt's hier nicht. Die gibt es hier nicht. So, was war das? Palette Holz, ja? Du bist der Alf und hast jetzt eine Katze gesnackt. Nee. So.
Boah, jetzt darf ich betonieren. Cool, aber da hole ich mir den Pott für, glaube ich. Das ist keine Katze, da sägt irgendeiner, Junge. Achso, ja, das kann auch sein. Das ist irgendwie, muss irgendwie ein Sägewerk in der Nähe sein. Ja. Klingt wie Katzengejaule. Das ist... Hä? Doch jetzt. Ich hab schon gedacht, das trocknet schon wieder nicht. Also hier funktioniert im Moment einiges nicht. Warenlager. So, Warenausgabe. Liefern an... Wo ist denn der jetzt hin? Hast du einen Betonkübel bei dir? Ja. Den habe ich eigentlich an Baustelle an Job 1 geliefert. Kannst du mir den mal rüberschicken? Ey, oh. Junge. Ja, Moment. Warte mal. Was läuft hier alles schief? Danke dir. Vielen herzlichen Dank, Herr Bodo Bagger. Nein, dass ich das einmal aus deinem Munde höre. Gewöhn dich nicht dran. Das muss ich mir jetzt direkt im Kalender markieren. Gewöhn dich nicht dran. Bist du krank? Hast du Fieber? Geht's dir gut? Nee. Das verwirrt mich jetzt. Verwirrt mich jetzt aber ganz schön. Bringt mich voll aus dem Konzept irgendwie. Ja, ja. Deswegen wird das gleich auch Zeit, dass du Feierabend machst. Also, dass wir Feierabend machen. Ja, ich hatte schon die Befürchtung, du hast irgendwie einen Schlaganfall oder so. Also, irgendwie, irgendwas stimmt da nicht mit dir. Ach, mit mir ist alles in Ordnung. Wir sollten tatsächlich Pause machen, dass wir dich mal medizinisch untersuchen können. Man sollte mal lieber diesen ganzen Scheiß hier langsam in den Griff kriegen. Vor allem im Multiplayer. Ja, in diesem Sinne, liebe Leute, würde ich sagen, machen wir für heute Feierabend. Und genau, schaut bei mir in Toxic Zockt rein. Lasst ein Däumchen, Abo da, einen netten Kommentar. Immer schön auf die Wortwahl achten, es wird im Moment zensiert ohne Ende. Und ja. In diesem Sinne, schaut in der nächsten Folge wieder rein. Das dürfte dann am Dienstag sein. Wenn wir dann hier weitermachen, wo dann hoffentlich mal wieder alles vernünftig funktioniert. Das ist nämlich im Moment eine wirkliche Katastrophe. Ja, bis dahin sage ich Tschüss und Ciao. Ja, ciao.